Stundenlange Konzentration, Nachschlagen, Lesen, Tippen, Telefonieren, alles im Sitzen. Das tut irgendwann weh. Die einseitige Haltung am Schreibtisch belastet Kopf, Hals, Schultern, Rücken und Arme. Auch die Aufmerksamkeit lässt nach. Deshalb einfach öfter mal eine Pause machen. Mit Anleitung. Zeit für die aktive Pause. Yoga Break. Ja. Und am Anfang stell dir vor, dass jemand dich an deinem Scheitel nach oben ziehen will. Und du wirst ganz groß und deine Wirbelsäule dehnt sich auseinander. Dazu nimm deine Eine Trainerin bringt ein bisschen Bewegung in dieses Büro, engagiert vom Arbeitgeber. Dabei müssen es keine komplizierten Verrenkungen sein. Es reichen einfache Übungen, um Muskeln, Gelenke, Bänder und Faszien zu lockern. Dehnst, hältst es ganz kurz. Dazu eignen sich gerade ganz kurze Pausen ganz besonders. Die sind effektiver als zum Beispiel nur einmal in der Woche eine Stunde bewusst etwas für den Körper zu tun. Das ist auch gut, aber wenn ich es schaffe, immer wieder ganz kleine Pausen anzubauen, ist es wesentlich besser für meine Gesundheit und für mein Wohlgefühl. Ich würde sogar dahingehend zu sagen, dass es weniger Krankschreibungen gibt und es steigert einfach das positive Gesundheitsempfinden, weniger Schmerzen, mehr Lebensgefühl, mehr Lebensfreude. Die richtige Atmung sorgt für Entspannung und die Bewegungen fördern die Durchblutung. Manche Übungen spenden Energie, andere bekämpfen den Stress oder fördern die Konzentration. Das Problem ist nur, dass man sich oft nicht die Zeit für eine kurze Pause nimmt. Dabei profitieren alle davon. Der Arbeitgeber, die Kunden und natürlich die Mitarbeiter selber. Ja, super. Also vor allem habe ich immer ganz schlimm hier mit dem Nacken Probleme. Und wenn ich dann zwischendurch die Übungen mache, dann geht es danach echt locker wieder weiter. Es bringt wirklich viel, die Lockerung hier im Schulterbereich, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt. Es ist wirklich wichtig. Anleitungen gibt es im Internet und als Buch für alle, bei denen kein Trainer vorbeikommt.